Na, für mich ist es halt diese aus dem Blauen kommst raus, es ist aus der Richtungslosigkeit. Ja, out of the blue, das ist das halt. Und das ist halt, wenn ich es sage, ist es auch das Kosmische, also was immer das bedeutet, es ist blau. Sogar visuell blau. Ja. Es war komisch bei Yogi Ramsurat Kumar, als der gestorben ist und er dann als Figur saß in seinem Thron und er war halt nicht mehr in diesem Körper. Da war der ganze Kathedrale war vollkommen blau. Davor hatte voll dieses kosmische Bewusstsein als Bläue. Absolut blau. Habe ich noch nie so, also so wie so ein Nebel, blauer Nebel, den man durchschneiden konnte, gesehen. Von daher war er schon Gottes Kind. Und für das ist halt. Ist nicht umsonst, dass die Farbe von Shiva blau ist. Ja, Krishna ist dann der erste Avatar, die erste, was auch immer, wo Shiva sich zeigt als Lehrer. Aber dann hat er auch immer diesen blauen. Ja, ja, also. Und Jesus ist auch ins Blaue gefahren, also in den Himmel. Er ist ins Blaue gefahren, in die Richtungslosigkeit. Das nennt man die Bläue. Da gibt es eine Willenslosigkeit, Richtungslosigkeit, was immer du das nennst. Das ist eine Fahrt ins Blaue, die man unternimmt, wenn man eine Himmelfahrt, eine Fahrt ins Blaue macht. Man weiß nicht, wohin. Elias auch. Ja. Alles immer blau. Man trinkt sich blau. Die blauen Reiter. Die blauen, alles immer blau. Heute blau und morgen blau und übermorgen wieder. Das nennt man Karneval. Heute mache ich blau. Also immer etwas, wo Urlaub ist irgendwie.